Was geht ab, 420s? Heute mal draußen bei dem schönen Wetter. Ich möchte euch zeigen, wie ihr mit kostenlosen Dingen eines der besten Dünger herstellen könnt, und zwar die Brennnesseljauche. Wie und was, kommt nach dem Intro. Ich bin Mr. Green, smoke das Weed, fick Politik, wieder dick am Ziel. First so clean, 420 Team, Grüße gehen raus, Brudis, bleib stabil. Willkommen zurück, 420s. Ich stehe hier vor den Brennnesseln und diese werde ich jetzt ernten. Schöne Triebe der Brennnessel einfach zack nehmen, abschneiden. Da sagt keiner was, ey. Kannst du sogar noch als Job anbieten, wenn du willst. Ich werde das Kilo jetzt mal sammeln und fertig machen. Und dann sehen wir uns gleich zur Weiterverarbeitung der Brennnessel. Was geht ab, Freunde? Jetzt sind wir wieder zurück. Ich habe einen Beutel voller Brennnessel gesammelt. Also, das Mischverhältnis ist ungefähr 1 Kilo Brennnessel auf 10 Liter. Ich habe jetzt 5 Liter Regenwasser genommen. Das heißt für mich 500 Gramm Brennnessel ungefähr. Muss nicht auf 1 Gramm genau sein. Aber ich wiege es jetzt einfach mal ab. Das sind 70 weniger. Egal, machen wir 4 Liter. Also, wie macht man das jetzt? Du nimmst dir die Brennnessel und schneidest die einfach mit in dein Regenwasser rein. Ihr könnt auch normales Leitungswasser nehmen, aber lasst das ein bisschen stehen, Freunde. Wegen dem pH-Wert, der sich anpasst, der Entgasung. Da könnt ihr auch das Video bei mir abchecken. Das habe ich vor einiger Zeit schon hochgeladen. Wie andere, viele andere. So, also alles rein. Muss nicht zu klein, darf aber auch nicht zu groß sein, dass das schön passt. Ja, diese Jauche muss dann 2 Wochen stehen, mindestens 2 Wochen, und einwirken. Ich zeige euch aber auch gleich, wie ihr dann seht, dass die super ist. Da gibt es auch einige Tricks, die man beachten sollte oder beachten kann, wo man sieht, dass die Jauche jetzt bereit ist zum Gießen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass die Jauche, die wir jetzt machen, diese 4 Liter, die hier bei mir jetzt rauskommen, die müssen unbedingt verdüngt werden, bevor ihr die gießt. Sonst ist das viel zu stark und die Wurzeln verbrennen. Also ihr stellt hier keinen Fertigdünger her, sondern ihr stellt eher ein Düngekonzentrat her, wo ihr dann auch auf 1 Liter Wasser ungefähr 100 Milliliter von dem Dünger mit reintut. Habe ich schon erwähnt, dass der Dünger sich perfekt bei Cannabispflanzen eignet. Die lieben das, den Phosphor und die ganzen Mineralien, die ganzen Brennnessel enthalten. Jetzt wird gerührt. Also ihr packt das hier mit rein, stoßt dann nochmal schön rühren. Und zwar so, ihr werdet das dann gleich sehen, dass so richtige Bläschen hochkommen. Richtig schäumig und bläsig. So muss das dann nämlich aussehen. Das dauert eine Zeit. Das heißt, 5 bis 10 Minuten so richtig durchkneten, richtig einarbeiten, damit das alles schön freigesetzt wird und die Jauche auch super, ja, Jauche werden kann, Jauche sein kann. Die Leute, die den Geruch nicht abhaben können, weil diese Brennnesseljauche, die stinkt echt bestialisch, könnt ihr hier Gesteinsmehl mit reinmachen. Das bindet den Geruch und hilft ein bisschen. Ich mache jetzt hier gar nichts mit rein, weil ich habe genug Platz und werde die irgendwo hinstellen, wo sie mich einfach nicht stört. Die 2 Wochen lang. Und ja, man sieht schon ein bisschen das Wasser sich ein bisschen am Verfärben. Es kommen schon langsam Bläschen, aber das ist noch nicht genug. Ich werde das jetzt mal ein paar Minuten rühren und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald das ready ist, zum Gären. Bis gleich. So, Freunde, das reicht. Das ist schön am Schäumen. Wie man hier sehen kann, das passt. Jetzt ist Zeit, das abzudecken und 2 Wochen mindestens stehen lassen und jeden Tag mal eine Runde rühren. Das ist immer gut. Die Jauche ist dann bereit, wenn ihr sie rührt und es keine Luftblasen mehr zu sehen gibt,
Das ist, ja, wie gesagt, circa in 2 Wochen der Fall. Leute, immer schön abdecken und denkt daran, stellt es irgendwo hin, wo es euch nicht stört. Und ein bisschen Luft sollte noch entweichen können wegen den Gasen. Ansonsten bläht das Ganze auf und riecht nicht dran. Das ist ein Tipp von mir. Ja. Und ja, das war's von mir, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, einmal abonnieren und das Video einem Like geben. Wenn du Fragen hast zum Thema Grow, stell sie gerne in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Bis dann.